Heute zeige ich euch, wie ich unseren Esstisch geschliffen und geölt habe. Als erstes habe ich den Esstisch in meine Werkstatt gebracht. Und weil er in den letzten Jahren sehr gelitten hat, habe ich mit der Körnung 40 begonnen. Dabei muss man beachten, dass die Maschine nicht schräg gehalten wird, ansonsten kann man sich sehr schnell Kerben in die Oberfläche schleifen. Nach dem Schliff mit Körnung 40 geht es weiter mit Körnung 120. Danach wurden alle Kanten und Flächen mit Körnung 180 geschliffen. Die Körnung 220 sorgt für das schöne Finish. Nachdem die Fläche gründlich entstaubt ist, wird sie mit einem wachsaltigen Holzöl geölt. Nach ein paar Minuten wird die Fläche mit dem Exzenterschleifer und einem weichen Tuch poliert. Nach einer mehrstündigen Trocknungszeit konnte er wieder zu seinem alten Platz wandern. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.